Hallo und willkommen zu Steel Rising. Ich bin euer Hörer Nemo. Wir werfen heute einen Blick in die Closed Beta. Ist natürlich ein Souls-like, was auch sonst. In der wir eine Marionette spielen eigentlich. Ja, wir springen einfach mal rein. Ich glaube, das spielt in der französischen Revolution. Wahrscheinlich auch sehr historisch akkurat. Wer erinnert sich nicht an die humanoiden Roboter, die damals gekämpft haben in Frankreich? Bin mal gespannt. Ich habe mir, glaube ich, nur ein, zwei Trailer angeguckt. Mehr auch nicht. Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we just simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. Where are the Chateau Guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Oh, wir können die customizen. Ich werde euch. Wir sind also der persönliche Leibwächter von Marie Antoinette. Es ist ein bisschen ungünstig, dass wir so im Schatten stehen. Es ist ein bisschen dunkel. Das ist nur unser Körper. Hier ist Keramik, sieht doch ganz gut aus. Ich denke mal, dass das Keramik sein soll. Weiter. Charakterklasse, wieder eine Startklasse. Leibwache, Streitschrift, schwere Waffen, Spezialtechnik, Schild. Lehmgranate. Der Soldat. Oder die Soldatin. Schwere Waffen, Spezialwaffe, Distanzangriff. Okay. Tänzerin. Auch ein Schild. Aber leichte Waffen. Stellt auch weniger Verteidigung, scheinbar. Alchemist, leichte Waffe, Spezialtechnik. Die Waffe wird für ein paar Sekunden mit Frost durchtränkt. Okay. Nehmen wir einfach mal die Tänzerin. Und dann schauen wir doch mal, wo die Reise hinführt. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. How am I to leave the chateau grounds, madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. Ja, lange Cutscene, kurzer Sinn. Der König scheint ein bisschen verrückt geworden zu sein. Und seine Automaten laufen jetzt in Paris so ein bisschen amok. Und Marie Antoinette schickt jetzt ihre Leibwache los, die Aegis, damit wir für sie herausfinden, was in Paris so abgeht und eventuell den König aufhalten. Das ist der Fächer. Der Fächer ist sogar unsere Waffe, mit der wir angreifen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre einfach so eine so Offhand oder so. Okay, es gibt ganz schön viele Stats. Leben, nächste Stufe, also Anima Sense ist unsere EP. Ölbürette. Ja gut, wir sind ja eine Maschine, ne? Da hauen wir uns ja kein Essos rein oder ähnliches. Da hat das denn schon Öl zu sein. Okay, wir haben einen Sprung. Jetzt habe ich mich dummerweise nochmal geheilt. Einfach einen leichten Angriff, einen schweren Angriff. Blocken. Haben wir auch. Versuchen wir jetzt mal aus dem Chateau zu entkommen. Okay, das Schild kriegen wir relativ schnell hoch.
Überhitzung und Schnellabkühlung. Achso, das ist der Balken unten. Aktion verbrauchen aus. Wenn Aegis keine Ausdauer mehr hat, überhitzt ihr Getriebe und sie kann folgende Aktion nicht mehr ausführen. Angreifen, springen, ausweichen, sprinten. Während die Überhitzung ist es möglich, eine Schnellabkühlung auszulösen, die abhängig von deinem Timing eine gewisse Menge Ausdauer sofort wiederherstellen kann, was allerdings Frostschaden zufügt, wie in der folgenden Anzeige zu sehen ist. Wird sie zu rasch eingesetzt, verlängert sich die Überhitzung. Okay. Also in gewisser Weise vergleichbar mit der Mechanik von Neo, wo man ja auch seine Ausdauer teilweise zurückerlangen kann, wenn man das Timing gut erwischt. Mit dem Key-Stoß, glaube ich. Ich glaube, wir können auch direkt... Ne? Unser Block cancelt nicht den Angriff. Achso, hätte ich jetzt... Ups, da hätte ich den Frost... Oder die Schnellabkühlung machen können. Okay, wir starten hier hinten. Also werden wir hier Checkpoints haben, über das Spiel verteilt. Das wird sicherlich auch geradlinier sein, als jetzt From Software Spiele. Okay, wir haben die übliche Mechanik, dass unser Zeug noch rumliegt. Also ich glaube, das wird schon recht erbarmungslos, das Spiel. Besonders wenn man sich so glatt anstellt wie ich so ein bisschen, dann wird das sicherlich schon schwierig. Betäubung. Aegis leichte Waffen können Betäubungsschaden anrichten, wie in der Betäubungsanzeige zu sehen. Achso, dieses Prisma. Wenn die Anzeige voll ist, wird der Gegner vorübergehend betäubt und ist anfällig für kritische Treffer. Okay. Blöd, wenn man keine Ausdauer hat. Durch das Aktivieren einer Vestalin wird ein Speicherpunkt erstellt, an dem Aegis im Fall ihrer Zerstörung repariert wird. Hier kann Aegis Attribute steigern, Ausrüstung aufwerten und Ausrüstung erhalten. Na hier. Okay. Das ist ein Käfig mit einem Stuhl drin. Haben wir hier noch was? Da könnte ich hochspringen, falls ich ankomme, ne? Ich möchte das Spiel nicht. Bin noch nicht sicher, wozu diese Alchemie-Kapseln, wofür man die braucht. Selbst die Gartenstatuen sind Maschinen oder in dem Abbild gebaut. Okay, wir haben auch ein bisschen Airtime, wenn wir in der Luft angreifen. Oh, das sind zwei. Schlecht. Ich bin überhitzt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik mit diesem Überhitzen. Elementarzustände. Alchemie-Schaden, ja, Elementarzustände. Feuer. Durch die Gegend rollen, löschen wir das Feuer. Bei Frost frieren wir an Ort und Stelle ein. Und bei Blitz kriegen wir Stromschläge. Okay, wir haben Schaden, kriegen wir einen Stromschlag. Gehe mal stark davon aus, würde ich jetzt zurückgehen, weil ich ja genug Anima habe. Würde das darauf hinauslaufen, dass die Gegner respawnen? Bin gespannt, wie lang das Spiel sein wird von der Dauer her. Sich hier um einen Vollpreistitel handelt. Und da erwartet man ja schon ein bisschen mehr als, weiß ich, 2, 3, 4 Stunden. Ich denke mal, das Setting wird auch noch wesentlich düsterer, wenn wir erstmal in Paris sind. Manchmal kann ich den Angriff in den Block reincanceln und manchmal nicht. Oder so wirkt das zumindest. Bin mir da nicht sicher. Ist eine Truhe. Okay. Schauen, was da drin ist. Vielleicht eine andere Waffe. Hochkomplex verriegelt. Ein Polynak 3 Spitz. Erstmal verbessern. Was haben wir hier? Kraft. Robustheit. Ich glaube, mehr Leben. Schadet erstmal nicht, wenn ich mich hier so glatt anstelle. Ein Hut. Ja. Rüsten wir den mal aus. Sehen wir ja gleich fancy aus. Das sieht ja schon mal so ein bisschen nach so einem Mini-Boss aus, vielleicht. Stimmt hier durch. Brauchst du ein Werkzeug. Und sneaken und zack. Aus dem Leben geballert. Oh, hier ist ein toter Mensch. Ein französischer Soldat vielleicht.
Und die ein Werkzeug? Nö. Das ist das. Komische Energiewellen hier. The Swiss Guard killed by the automats that replaced them. Das ist die Schweizer Garde, nicht französische Soldaten. Und da ist unser erster Boss. Der haut aber schon auch nicht rein. Ja, weg mit der Notiz, ne? Das ist im Weg. Ja, muss bitte noch schneller. Ja, scheint so. Bin gespannt, ob er gleich noch eine andere Fähigkeit kriegt hier. Dass wir hier mehrere Phasen pro Bosskampf haben. Ich finde, sowas sieht man eigentlich viel zu selten, dass Bosse wirklich unterschiedliche Phasen haben. Das ist gerade durch meinen Block durchgegangen. Oh, und da habe ich immer zu viel angegriffen. Eges wurde zerstört. Und ich bin wieder hier. Bin mir nicht sicher. In dem Raum mit dem Boss war meiner Meinung nach auf der linken Seite eine Statue. Also so, ein Respawn-Punkt. Sah zumindest so aus. Da ist auf jeden Fall so eine Statue. Weiß nicht, wie wir da hinkommen. Können wir auch noch nicht aktivieren. Wahrscheinlich ist dieses, diese Effekte das Zeichen dafür, dass dieses Gebiet von dem da korrumpiert wird. Ja, guck, da vorne ist mein Zeug. Ach so. Ja, okay, okay. Einige Angriffe kommen recht schnell, finde ich. Das Kämpfen finde ich jetzt... Es fühlt sich nicht schlecht an, es fühlt sich aber auf der anderen Seite halt auch nicht zu gut an. Das hatte ich durch Faxen. Ich habe schön nicht auf den Ausdruck geachtet. Vielleicht ist das auch immer der Grund, warum man hier blocken kann, weil ich einfach keine Ausdruck mehr habe. Ah, schon mal ein nicer Damage-Platte. Was liegt daran, dass ich keine Ausdauer hatte, dass ich deswegen nicht blocken könnte. Ich finde, das ist, naja, ein bisschen ungünstig mit links unten vielleicht. Das habe ich gefühlt irgendwie weniger im Blick, als wenn das jetzt oben links wäre. Okay. Also mir würde das, glaube ich, besser gefallen, wenn das oben links wäre. Das hat man irgendwie, ja, weiß ich nicht, bisher in der Peripherie. Schwer zu sagen. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Code Vein hatte das, glaube ich, auch unten, aber da war es auch wesentlich größer und hatte nicht diese Mechanik, dass wir überhaupt nichts mehr machen können, wenn die Ausdauer halt mal weg ist, ne? Bin ich mir unschlüssig. Modulschlüssel. Okay, jetzt haben wir also einen von diesen bekommen, wodurch wir einen Slot freischalten können. Jetzt haben wir also Modulplatz frei. Den würden wir wahrscheinlich upgraden, damit wir den sicherlich Module Stufe 2 benutzen könnten. Ich würde schon sagen, also irgendwas klappert hier doch. Bin gespannt, ob das noch weiträumiger wird vom Level-Design her. Ich kann mir vorstellen, dass das schon einzelne Level sind, so Neo-mäßig. Aber dass das vielleicht auch noch ein bisschen offener wird. Okay, das ist einfach eine Kniff, ne? Auch und da bräuchte ich diese anderen. Das sind also... Sicherlich für die Elementarfähigkeiten oder Alchemiefähigkeiten, aber auch Munition.
Deswegen ist so Short Range. Zumindest der schwere Angriff. Macht Frostschaden. Macht sicherlich nicht so viel Sinn, das zu spammen, die Schusswaffe. Wechselt man bestimmt wieder lieber auf die andere Waffe, auf die Primärwaffe. Neue Ausrüstung, gucken wir doch mal. Nee, das hier. Weniger Feuerresistenz, mehr Blitzresistenz und mehr Ausdauer. Rüsten wir direkt mal aus. Weniger Ballons, mehr Panzerung, noch weniger Feuerresistenz dafür. Aber auch mehr Ausdauer und 20 Rüstung mehr. Okay. Der hing da oben wohl. Oh, er kann auch noch Feuer spucken. Bin gespannt, was hier für interessante Gegnerdesigns während des Spiels so auftauchen. Der sah jetzt ja auch schon nicht schlecht aus. Dich zurechtfinden, du hast eben den Kompass erhalten. Ah, okay. Okay, und sie sagt dann auch sogar, was wahrscheinlich momentan unsere Quest ist. Bin auf jeden Fall gespannt, wo das so hinführt alles. Von den Designentscheidungen, Waffen, etc. Könnte alles interessant werden. Glaube jetzt außer Nier Automata würde mir jetzt kein Spiel einfallen, wo man wirklich Maschinen spielt. Und bei Nier Automata, das ist jetzt ja auch nicht, dass man hier so einen Roboter spielt, der so offensichtlich nach Maschine aussieht. Und Nier Automata hatte ja auch eher, ja in Anführungsstrichen, normale Waffen, ne? Später Speere? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ist ein bisschen lange her. Fand ich aber auch gut. Das ist ja jetzt hier auch wesentlich mehr maschinell alles. Bin ich gespannt, wo das so hingeht. Ach so, das ist doch der Boss von eben. Schön, dass hier jetzt ein normaler Gegner ist. Also das Dodgen ist, ja, also wenn die Hitbox von der Wache trotzdem trifft, dann kriegt man den Hit halt ab, ne? Dark Souls oder die From Software-Spiele sind da, glaube ich, ein bisschen spendabler. Da kann man ja auch einfach mal in die Attacke reindodgen. Hauptsache die I-Frames sind zum richtigen Timing da. Dann passt das da schon mal alles, ne? Kann man auch einfach durch den Gegner durchrollen. Das ist ein Riesenschwert, was gerade krachend auf den Boden hämmert. Es gibt sogar eine Karte. Das ist aber Paris und nicht da, wo wir gerade sind. Oder? Das könnte doch sein, wo wir gerade sind, aber wir können hier jetzt nicht viel machen, außer dass da die Charaktere sind. Oder wird das doch Open World? Hm. Da bin ich jetzt gespannt. Also da, das könnte, wenn die Karte schon so aussieht und es vielleicht Points of Interest gibt, bin mir auch nicht sicher, ob das mal in irgendeinem Trailer gezeigt wurde oder gesagt wurde, dass das vielleicht semi-open world ist oder wie auch immer. Säbel und... War schon? Ach Gott, Alter. Ist das eine Waffe? Nein, doch. Okay, Klingenwirbel. Nehme ich mal anstelle den Nemesis Clown rein. Da werden wir zum Beyblade. Zumindest kurzzeitig. Anlegestelle. Dann sind wir ja eigentlich auch mit dem Boot wahrscheinlich gleich. Mit dem wir nach Paris fahren sollen. Da kommt jetzt nochmal ein richtiger Boss. This boat will take me to Paris. Joa, das ist der, den wir auch im Garten gesehen haben, aber nicht hinkonnten. Instabile Blitzramme. Das wäre bestimmt super angenehm, so ohne Heal. Außer mein Heal over Time, aber das ist, glaube ich, ein bisschen wenig für den Kampf hier. Das ist also nicht effektiv genug. Ich traue mich gar nicht, meine Spezialfähigkeit einzusetzen. Das wäre
voll klar. So, ja, das macht ja richtig Fettschaden. Okay. Das war blöd. Und jetzt bin ich hier hinten. Ich habe mich gerade gefragt, kann ich ihm so einen Stealth-Damage machen? Wäre vielleicht gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Hat auf jeden Fall nicht geklappt, so wie ich das gemacht habe. Oh, das ist halt links. Ja. Also davon will man absolut nicht getroffen werden. Der macht's nochmal. Noch, war super. Aber jetzt habe ich ja wieder meine Öbel retten. Hätte ich die auch noch upgraden können. Hm. Naja, aber nächstes Mal. Falls es noch ein nächstes Mal gibt. Vielleicht schaffe ich ihn jetzt auch. Was ist das jetzt da oben um sein. Hat er jetzt rechts und links vom Lebensbalken so ein Zeichen? Zeigt vielleicht dann, dass das so eine Fähigkeit ist, wo man aufpassen muss. Oder der Angriff, den er gerade durchführt. Ich kaum sehen, dass ich den kassiere. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit dem Kampf. Jetzt gegen den Boss. Mit der Waffe fühlt sich das doch ganz okay an. Mit dem ersten Boss, das war schon so, das liegt vielleicht an der Waffe. Dass der Fächer einfach nicht so geil ist. Aufladestabilitätsmodul. Das kann ich ja theoretisch gleich mal ausrüsten. Ne, kann ich nicht, weil er Stufe 2 ist. Ah, okay. Also brauche ich dafür 3 Schlüssel, um einen Slot auf Stufe 2 zu machen. Um dann dieses Modul zu benutzen. Und jetzt fahren wir mit dem Boot nach Paris. Und da wird die Beta wahrscheinlich zu Ende sein. Oder auch nicht. Es geht scheinbar immer noch weiter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wieder sehen wir, wo wir sind, in welchen Güte. Okay, dann wird das wahrscheinlich doch eher levelmäßig sein. Dass die denn vielleicht doch etwas größer sind. Das schade ist es nicht. Das ist ja vielleicht wieder zu viel, wenn es hier für dieses Level jetzt auch eine Karte geben würde. Gibt es ja in anderen Spielen in der Regel auch nicht. Ah, das ist die Frage, ob die Roboter das gemacht haben, da die Leute aufhängen, oder ob das andere Menschen waren. Vielleicht Anhänger des Königs. Bronzebahn, okay. Also wir brauchen sowohl Anima als auch noch Ressourcen zum Upgraden. Ist das auch ein Roboter? Nö. Doch, nö. Das Licht ist so schlecht. Nee, das sind auch Maschinen. Wir werden also wahrscheinlich nur gegen Maschinen kämpfen, das ganze Spiel über. Schön, hat sich auch noch einer versteckt. Ich will gegen zwei so eine stärkeren Gegner. Die eine, die meine gerade schlagen. Ja, Tatsache. Das ist natürlich nicht schlecht, dass sie sich Friendly Fire geben kann. Kann man sicherlich auch zu seinem Vorteil nutzen. Besonders wenn man hier so einen hat, der so eine ausschweifenden Angriff hat. Bis da hinten müssen wir noch. Meine Güte, wie lange ist diese Beta? Feuerkette. Okay. Mal benutzen. Also ein Morgenstern gewisserweise mit Feuer.
Okay. Das aktivieren wir und dann läuft das mit einem Timer runter. Das hat eine ganz schöne große Reichweite. Die müssen sicherlich ihren Feuerbalken vollkriegen, beziehungsweise dieses Feuer-Icon, damit die anfangen zu brennen. Okay. Oh, und ich bin tot. Oh, die von hier hinten wieder. Sehr schön. Rush ist hier einfach mal durch. In der Hoffnung, dass hier gleich das Tor kommt links. Müsste hier sein? Ne? Hier. Maup. Der Brandhilbarde. Eine Axt. Die Level scheinen doch ziemlich groß zu sein. Oder ist wieder so eine Täuschung, ne? Dass man hier und da einen Weg hat, aber der führt nicht speziell irgendwo hin. Ich glaube, bei Nioh hatte man auch so Wege. Das täuscht denn so, als wenn das nur irgendwo hingeht, aber irgendwo waren das ja immer nur so Pfade, die doch wieder irgendwo hingeführt haben, wo man den, weiß ich, von der Kante runtergedroppt ist und dann wieder auf dem Hauptpfad war. Ganz schön große Maschinen hier. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so viel Content in der Closed Beta ist. Ich würde sagen, das hat jetzt mal gereicht für einen ersten Eindruck. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Der Kampf, ja, da muss man sich sicherlich erstmal reinfuchsen. Ich fand, das ging jetzt so zum Ende hin. Aber das ist ja sicherlich eigentlich bei jedem Action Spiel mit Kampfsystem, dass man sich da erstmal irgendwie reinfuchsen muss. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Release bringt, wie groß das Spiel letzten Endes ist. Die Level scheinen ja doch relativ groß zu sein. Also ich hatte hier jetzt ja Pfade, die man noch hätte erkunden können. Ich habe jetzt noch einmal auf den Grafikmodus gewechselt. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, ich struggle auf jeden Fall direkt mal mit dem Dampf vor allem hier. Ich würde mal sagen, es sind keine 30 FPS. Dafür sieht das doch etwas zu ruckelig aus. Bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so wesentlich besser aussieht als der Performance-Modus. Können wir das on the fly wechseln? Ja. Den Auflösungsmodus haben wir auch noch. Wo wir auch keine 60 FPS haben. Das ruckelt auch ein bisschen. Ich finde, das macht grafisch... Ja, die Lichteffekte sind, glaube ich, ein bisschen geringer als jetzt beim Qualitätsmodus. Aber so an sich ist das nicht viel Unterschied. Empfinde ich zumindest. Also... Ich würde persönlich, denke ich mal, lieber den Performance-Modus bevorzugen. Anstelle des ruckeligen Qualität. Ich glaube, das, also meiner Meinung nach macht das nicht so viel Unterschied. Und ich würde sagen, hier beenden wir das Ganze mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Steel Rising haltet und ob ihr euch das Spiel holen wollt oder nicht. Das war die Beta zu Steel Rising und wir sehen uns im nächsten Video.